In diesem Video zeige ich die nukleophile Addition. Nukleophil heißt kernliebend, das heißt, unser Reaktionspartner wird von einer positiven Seite unserer Kohlenstoffdoppelbindung angezogen und geht eine Reaktion ein. Addition heißt, dass die Bestandteile unseres Reaktionspartners in das organische Molekül eingebaut werden, ohne dass irgendein anderer Teil dafür herausfliegt. Die nukleophile Addition ist also das genaue Gegenteil von der elektrophilen Addition, die ich im vorangegangenen Video erklärt habe. Aber wie kann es überhaupt sein, dass wir an einer Doppelbindung, die ja eine hohe Elektronendichte besitzt, eine positive Ladung bekommen? Nun, das kommt durch den Einfluss dieser Reste, dieser Bindungspartner hier am Kohlenstoff, die zu einer Ladungsverschiebung innerhalb dieser Doppelbindung führen können. Schauen wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an. Am Chlorethen, hier haben wir unsere Kohlenstoffdoppelbindung und wir haben hier ein einzelnes Chloratom an diesem C angebunden. Das Chlor ist stark elektronegativ, das heißt, es hat die Tendenz, Elektronen zu sich hinzuziehen, weil es ja in der Halogengruppe steht und es fehlt ihm sozusagen noch ein Elektron, um in die Oktettkonfiguration zu kommen. Also dieses Chloratom zieht nun an dieser Ladungswolke hier eine negative Ladung an. Damit hat es eine negative Teilladung und innerhalb der Bindung wurde jetzt ein Teil der Ladung nach rechts zu diesem Kohlenstoff hin, also in Richtung des Chloratoms verschoben, sodass nun auf dieser Seite an diesem Kohlenstoffatom eine positive Teilladung entstanden ist. Diesen Effekt nennt man den Minus-I-Effekt, also den negativen induktiven Effekt. Negativ deswegen, weil unser Chlor hier die Bestrebung hat, eine negative Ladung an sich zu ziehen. Und induktiv heißt beeinflussend, also dieses Chloratom beeinflusst hier diese Ladungswolke, es induziert eine Ladungsverschiebung. Man sagt, der Minus-I-Effekt des Chloratoms ist elektronenziehend, zieht also die negative Ladung zu sich hin, ist verursacht durch die höhere Elektronegativität dieses Chloratoms im Vergleich zu den übrigen H-Atomen, die hier an den Rest sich befinden. Und eine typische Eigenschaft ist dieser Minus-I-Effekt, wie wir hier schon gesehen haben, von Halogen sowie von OH-Gruppen, von Nitrat und von Amingruppen. Umgekehrt gibt es auch den Plus-I-Effekt, den positiven induktiven Effekt. Hier, wenn wir eine CH-Gruppe, eine Methylgruppe haben, also hier liegt ein Propen vor, dann ist es so, die Methylgruppe hat eine kleinere Elektronegativität als die Wasserstoffatome hier, sodass die Ladung von diesem Bindungspartner weg verschoben werden. Das nennt man elektronenschiebend, verursacht durch die geringere Elektronegativität unserer Gruppe im Vergleich zu den H-Atomen. Und es ist typisch für Alkalimetalle, also Natrium und so weiter, weil die ja in der ersten Hauptgruppe das Bestreben haben, ihr einziges Valenzelektron abzugeben. Außerdem, wie wir gesehen haben, für die Methylgruppen. Und das erklärt auch die Markovnikov-Regel, die wir schon bei der elektrophilen Additionen kennengelernt haben, nämlich, dass sich also Protonen bevorzugt hier anlagern, wo bereits Wasserstoff vorhanden sind, weil durch diese Methylgruppe hier die Ladung hier rüber verschoben wurde. So, mit diesem Wissen gehen wir zurück zu unserem Ausgangsbeispiel, dem Chlorethen. Wir sehen, wir haben hier eine positive Ladung, wir haben hier die nukleophile Seite unseres Chlorwasserstoffatoms. Chlorwasserstoff dissoziiert und das nun negativ geladene Chlorion wird natürlich zu der positiven Seite des Kohlenstoffatoms hingezogen, geht mit diesem eine Verbindung ein. So, nun haben wir gesehen, die Doppelbindung wurde aufgelöst, wurde zur Bindung des Chlorions verwendet. Dadurch hat nun dieses Kohlenstoffatom allerdings eine Bindung verloren. Von den 4 Valenzelektronen wurden nur 3 für eine Bindung benötigt und ein Elektron ist nun übrig, sodass wir hier ein negativ geladenes sogenanntes Carbanion bekommen. Im nächsten Schritt wird natürlich dieses Proton von diesem Carbanion angezogen und es geht eine Verbindung ein und wir bekommen Dichlorethan.
Ethan. Wir sehen, dass der Chlorwasserstoff nukleophil an unser Ausgangsmolekül hinzuaddiert wurde. Nun gibt es noch einen zweiten Effekt, der zu einer Ladungsverschiebung in einer Doppelbindung führen kann. Das ist der Minus-M-Effekt, der negative Mesomere-Effekt. Der ist ebenfalls elektronenziehend und wird verursacht durch eine mesomere Doppelbindung eines Substituenten, hier in dem Beispiel ein Sauerstoff in einer Doppelbindung. Wir sehen, dass dieses typischerweise vorkommt bei einem solchen Aufbau bei den Aldehyden. Aldehyde sind solche CO-Verbindungen mit einem Rest und einem Wasserstoffatom oder den Ketonen, wenn wir zwei Reste am Kohlenstoff dranhängen haben. Wie kommt es nun zu einem negativen Mesomeren-Effekt? Nun, wir sehen hier, der Sauerstoff ist ja wieder stark elektronegativ, möchte also zu seinen vier nicht gebundenen Elektronen, die hier so gezeigt sind, möglichst noch welche hinzugewinnen. Die zieht er sich aus dieser Doppelbindung heraus, sodass hier eine negative Teilladung entsteht, während am gegenüberliegenden Kohlenstoff eine positive Teilladung entsteht. Tatsächlich handelt es sich hier nur um eine mesomere Grenzstruktur, das heißt, das System pendelt eigentlich zwischen diesen beiden Zuständen hier immer hin und her, aber im Mittel bleibt doch an diesem Kohlenstoff hier eine positive Teilladung, sodass an diesem Kohlenstoff hier ein nukleophiler Angriff eines Reaktionspartners möglich ist. Natürlich gibt es auch noch den Plus-M-Effekt, der elektronenschiebend ist. So, schauen wir uns nun ein konkretes Beispiel an für eine nukleophile Addition über den Mesomeren-Effekt. Hier ist das Beispiel. Das einfachste Aldehyd, das wir nehmen können, ist das Formaldehyd. Das hat nur hier zwei Wasserstoff am Kohlenstoff dran. Hier ist unsere Sauerstoff-Doppelbindung und von außen greift ein Methanol an. Wir sehen hier die einfache OH-Gruppe. Wenn wir diese beiden Flüssigkeiten zusammengeben, wird noch nicht viel passieren. Erst wenn wir noch einen Säurekatalysator hinzugeben, also wir geben zusätzliche Protonen hinzu, die nähern sich jetzt hier dem Sauerstoff und können aufgrund der negativen Teilladung des Sauerstoffs hier nun eine Bindung eingehen. Doch Achtung, hier hat nun der Sauerstoff von seinen vier freien Elektronen 1 für diese Wasserstoffbindung geopfert. Ihm fehlt dadurch eine Ladung und es handelt sich nun hier um ein positives Oxonium-Ion. Um dieses auszugleichen, kommt es nun zu einer Ladungsverschiebung innerhalb dieser Doppelbindung, sodass also die negative Ladung zum Sauerstoff hingezogen wird, um dieses positive Ladung auszugleichen, wird dann dem Kohlenstoff entnommen, sodass dieses nun positiv ist, ein sogenanntes Carbenium-Ion. Tatsächlich sind dies wieder zwei mesomere Grenzzustände. Das System liegt also zum Teil als Carbenium, zum Teil als Oxonium vor. Nun sehen wir, dass dieses positive Carbenium ein nukleophiler Angriffspartner für das Methanol ist. Das hier hat jetzt nämlich das nukleophile Ende, mit dem es sich hier nun diesem Kohlenstoffatom nähern kann. Der Sauerstoff geht nun eine Bindung mit diesem positiven Kohlenstoff ein, muss dafür ebenfalls wieder ein freies Elektron für die Bindung aufgeben, sodass nun der Sauerstoff hier positiv geladen ist. Aber diesen positiven Ladungsüberschuss kann das System nun leicht dadurch lösen, indem hier ein Proton mit dieser positiven Ladung abgespalten wird. So, damit ist die Ladungsneutralität unseres Moleküls abgeschlossen. Es liegt nun ein sogenanntes Halbacetal vor, so nennt man Verbindungen, die den Aufbau Rest Sauerstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff haben. Rest Sauerstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff. Und wir sehen auch hier, dass wieder ein Proton frei geworden ist, das wir am Anfang hineingesteckt haben. Also unser Säurekatalysator liegt auch für den nächsten Verbindungsschritt wieder vor. Und tatsächlich wird unser Halbacetal auch noch weiter reagieren. Wir haben ja immer noch übriges Methanol in unserer Lösung. Das reagiert nun weiter, indem es sich hier an den gegenüberliegenden Sauerstoff nun anbindet. Ein OH ist abgespalten worden und ein H ist vom Halbacetal frei geworden, sodass sich hier noch ein Wassermolekül bildet.
Das nun entstandene Endprodukt nennt sich ein Acetal.